willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Warum ich euch hier in diesen komischen Bildschirm begrüße? Naja, ich habe gerade diesen Geist bekommen, nachdem ich aus dem Welt der sternen Lichter irgendwie sowas, der Abenteuermodus. Als ich aus dem Abenteuermodus kam, habe ich hier Meilenstein bekommen und habe diesen Geist bekommen. Ja, rette 25 Kämpfer habe ich bekommen. Okay. Oh, lass mich aus dem Weg, ich bin Arzt. Warte, lass mich durch, ich bin Arzt, wollte ich eigentlich sagen, egal. Ja, klassisch. Ich weiß auch genau wen. Und zwar Peach. Und danach machen wir Daisy. Klingt nach dem Plan, ja, ne? Peach finde ich lustig. Mit ihre seitwärts Smash gut. Also diese ja. Also jedes Mal irgendwie was anderes hat. Zum Beispiel eine Kelle. Jedes Mal kommt ein anderes Geräusch, das finde ich gut. Weg da, meiner. Oh, Crystal, glaube ich. Star Fox. Oh, Meter groß. Was? Bin da reingegangen. Cool. Muss gleich, dass du reingehen kannst. Sie Level ich auch schon ein bisschen alt. Entführer, fürchtet euch. Wäre es jetzt gewesen, wenn er direkt rausgeflogen ist. Hier geblieben. Dann nehme ich mir auch noch. Ich bin Metal Peach. Was? Boah. Oh, wenn ich jetzt noch Metallen gewesen wäre, ne? Metallener Stern kommt. Ach, das habe ich auch noch. Metallener Stern kommt. Und ich glaube, da kommt er nicht durch. War eine Röhre, ja. Da war eine Röhre noch. Da hättest du schon rüberspringen müssen, Kollege. Ich habe nur diese kleine Linse irgendwie gesehen, die sich die ganze Zeit umgedreht hat. So, was, wo ist hier der Ausgang? Ja. Ah, angefurzt. Was denke ich, ist das, was passiert? Ja, komm her. Jetzt sogar damit getroffen. Sehr gut. Lalalala. Ja, bis jetzt läuft's gut. Oh Gott. Genau. Ja, die haben aber größere Katapultier Dingens. Ja, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ja, ich weiß nicht, wer du bist. Ich glaube, gerade Kamek ist auch runtergefallen. Er war das. Okay. Was? Er hat einfach so Level geklaut. Sehr gut. Natürlich hier wieder ein Highscore knacken mit Peach oder was? Ein Charakter an. Hey, los mein, was mein Radieschen, mein Rettich eingesaugt. Warum? Oh, der hat einen Bob-Bomb. Ah.
Ja, der macht halt immer random, ey. Verdammt. Wo ist er? Und Highscore. hat keine Ahnung, was sagt man, mein Golf, wo man schlägt, keine Ahnung. Bowser, hi. Sie haben einen Bumper da abgeprallt. Aua. Hier von denen kriege ich auf die Fresse. Jetzt machst du natürlich nicht, ne? What? Hey, ist meiner. Vielleicht ein Radieschen, aber kann ich wohl nicht in der Luft. Was ist das? Au. Was ist das? Tschüss. Oh. Wo ich diese Dinger herhol? Keine Ahnung. Dreck hätte ich jetzt. Doch mal raus, Mann. Sehr gut. Mein Gott. Jetzt gegen den Boss, da gibt es auch die Mütze. Wird Giga Bowser sein wird. Einfach weiter. Ja, wenn er immer wieder das gleiche Bonus spielt, dann wird er doch ein bisschen langweilig. Jetzt mal ehrlich bin. Na, jetzt geht's wieder auf die Nuss. Also ich kann hier Konter einsetzen bei denen. Ja, wäre richtig gut. Ha, nicht da getroffen. Jetzt sagen wir bloß nicht, ich tue ja irgendwie perfekten Run machen mit Peach. So nehme ich fast so aus. Ah. Diesen Angriff, bei dem brauche ich noch Übung, ey. Sehr gut. Na, wer ist jetzt kommen? Oh, ich weiß immer nicht, wie man den Angriff ausweicht. Ey. Ja. Komm.
Das gibt's nicht. Okay, perfekter Run mit Peach, geil. Warum nicht? Aber das erste Mal, dass ich hier geschafft habe, ohne einmal zu frecken. Nee, ich glaube, mit Wolf habe ich das auch geschafft. Ja. Mit Peach habe ich jetzt 9.9 geschafft. Geil. Aber ich habe einen neuen Main gefunden. Gibt's da jetzt einfach nicht. Das ist jetzt der dritte Charakter, mit dem ich 9.9 geschafft habe. Ich glaube, Pit, Wolf und jetzt Peach. Das sind alles keine Charaktere, die ich so gemaint habe. Wolf wäre so am wahrscheinlichsten gewesen, weil er halt ein bisschen ähnlich ist mit Falco. Also da könnte das ein bisschen Sinn machen, aber Pit kann ich überhaupt nicht steuern und Peach spiele ich zwar auch gerne, aber hätte nicht gedacht, dass das jetzt so gut ausgehen würde. Aber okay, nehme ich. Als nächstes spielen wir Daisy, welche ja der Echo-Kämpfer von Peach ist, also der Klon halt. Den Term, an diesen Begriff muss man sich nur halt gewöhnen, ne? Das hat man die immer Klone genannt, ne? Das haben sie ja offiziellen Namen, Echo-Kämpfer. Aber fallen gar nicht mehr so viele Charaktere jetzt in die Kategorie, ne? Pit, Dark Pit, Marv, Lucina, Samus, dunkle Samus, Peach, Daisy. Man kann auch irgendwie in den Einstellungen einstellen, dass nur Echo Fighter, dass die Echo Kämpfer hier mit ihren originalen Kämpfern zusammengesetzt auf angezeigt werden. Also übereinander oder so. Wenn man zum Beispiel auf Peach gehen würde, dann hätte man irgendwie Auswahl zwischen ihr und Daisy. Nehme ich mal an, ich habe da noch nie eingestellt. Warum sollte ich dann einstellen? Hallo? Sieht doch viel besser aus, wenn da irgendwie mehrere Charaktere sind, ne? Finde ich jedenfalls. Wenn einige davon jetzt hier gleiche Moveset haben. Aber Ganondorf, der war auch mal ein Klon von Captain Falcon. Er hat jetzt mittlerweile auch sich herausgestochen halt aus der Menge. Und mittlerweile hat er jetzt ein paar andere Angriffe hier. Smash-Angriff und so, wo er ein Schwert einsetzt. Und ja, ja, noch ein bisschen einzigartiger. So, das war's mit dieser Runde. Oh, ich bin sogar in Weiß gekleidet, perfekt. Ja, Robin ist der Pastor. Geil. Ich nenne euch hiermit zu Let's Tip the Scales. Ich meine, Mann und Frau. Bass. Phantom. Ach, das hat Zelda beschwört. Blutkörnchen tot. Und eine Menge Zeugs. Bass ist aus Mega Man, ne? Weiß man ja. Oh, Daisy. Auch in Weiß. Ja, ich spiele die Mario Damen am liebsten in Weiß. Weiß auch nicht wieso. Ich spiele allgemein immer fast jeden Charakter entweder in Grün, Pink oder in Weiß. Na, gucken wir mal. Ist jetzt so ein großer Unterschied zwischen ihr und Peach ist. Hab Daisy schon immer mehr gemocht als Peach. Aber dann muss man sich ja schon wieder denken, was gibt es eigentlich so an Peach zu mögen? So, ich meine, die hat jetzt nicht irgendwelche so besondere Charaktermerkmale, die man sich merken könnte. Oh, Mario. Das war das Einzige, was die sagt. Okay, Daisy ist jetzt auch nicht so ein einzigartiger Charakter. Wahrscheinlich ist sie genauso drauf, aber bei ihr merkt man irgendwie schon so, dass sie so ein bisschen, weiß ich nicht,
Wie nennt man das? Nein, schon von den ganzen Taunts hier, die ein bisschen mehr so lockerer drauf ist. Und Meisterball. Darkrai. Boah. Soll ich ein bisschen länger schlafen bleiben können? Oh, geil. Keine Ahnung, die sieht irgendwie mehr aus, als wäre sie irgendwie nicht eine Prinzessin. Aber Prinzessin Power ist diese Runde. Na, irgendwie weiß ich nicht, so eine einfache Frau, die irgendwie zur Prinzessin wurde oder irgendwie sowas. Ich glaube, das sage ich nur, weil die braune Haare hat oder so. Alle anderen Prinzessin haben irgendwie blonde Haare. Ja, gut. Na ja, genau, das meine ich. Wieso sass? Sie ist eine sassy Bitch. Nein. Okay. Na ja, die ist auch eine Prinzessin, stimmt. Prinzessin von Noor. In die Fresse, ey. Boom. Ja, meine Nintendo Scope war stärker als dein Drachenwasserangriff. Irgendwie nie. Obwohl doch im Spiel sah das schon vorkommen, so in normalen Animationen. Aber irgendwie haben sie daraus irgendwie mehr gemacht. Habt ihr Prinzessinnen-Klamotten an? Ja. Muss man fragen, was ist denn? Ist ein Prinzessin auf dann denen? Ah. Die Klamotten von Viridian gehabt. Viridian ist keine Prinzessin, Viridian ist eine Göttin. Ich will diesen Hammer. Ja, genau deswegen wollte ich nicht dahin gehen. Aber die haben den nicht genommen. Deswegen dachte ich, die wollten den nicht aufnehmen. Dann würde ich dahin gehen. Und natürlich dann. Boom. So. Natürlich dann kommen sie und. Linda ist auch keine Prinzessin. Glaube ich. Nehme ich jetzt mal an, wenn man nie in Animal Crossing gespielt war. Ja, wie so eine Business Hund. So eine Businessfrau irgendwie. Cool. Komm dann rum. Komm dann rum. Piss dich. Na, verdammt. Na komm. Jedes Mal, wenn sie diesen Angriff macht, genau wie Peach, ne? Muss man, ja, genau das habe ich. Genau das wollte ich ansprechen. Jeder, gegen den sie kämpft, kann ja voll unterm Rock gucken, unterm Kleidchen. Und sie sind angefangen und dann sucht natürlich die Kamera volle Möhrlein. Wie? Meine Zeit ist gekommen. Du warst lang genug im Rampenlicht, jetzt ist meine Zeit gekommen. Boah. Erst in Smash Bros. Erst in Mario Kart, dann in Smash Bros. Warte noch, bald kriege ich mein eigenes Spiel. Er hat sich für dich gegessen. Mein Internet stärker. Aufgefangen wieder. Boah.
Habt ihr das gesehen? So Hintern gegen Hintern war das in letzter Sekunde. Ja. Jetzt das wird irgendwie der Schlag von Ganondorf und Captain Falcon Falcon Punch aufeinander treffen. Okay, man kann nicht mehrmals gleiten. Wenn ich einmal loslasse, dann nein. Das ist auch immer geflogen. Ding. Ja, die Punkte bringen am Ende sowieso nichts. So Gegenstände mäßig, also was soll's. So, und das sind natürlich die beiden besten Prinzessinnen. Ich bezweifle, dass noch mal so klar, nur so locker abläuft wie mit Peach. Außer Daisy macht irgendwie mehr Schaden, aber das weiß ich gar nicht. Mario und Ken zum Beispiel ist das so, dass ich glaube, Ken ein bisschen schneller ist. Ich weiß nicht den Unterschied zwischen den beiden. Na, nicht schon wieder der Finger. Ganz auch keine Lady einfach so fingern, ey. Boah, das ist. Das ist genau wie dieser eine Angriff vom Final Boss aus Brawl, ey. Er hat auch irgendwie so drei Wellen immer so abgelassen. Da muss irgendwie so ein, weiß ich, so eine perfekte Ausweichung machen irgendwie. Wenn du den ja machst. Wenn er nicht machst, dann wirst du getroffen. Alter, ich wollte nicht das machen. Ah. Warum müsste nicht einer von euch mal betäubt werden? Ja, wollte sagen. Ja, du auch, danke. Also hab ich dich. Also. Boom. Hole in one. Cool. Lief relativ locker und ohne Frustration mit den beiden. Finde ich gut. Gut gemacht. Gut gemacht. Du warst nah dran. Gut, finde ich gut, wenn alles ein bisschen ohne Probleme läuft. Muss ja auch mal sein, ne? So, das ist aber das erste Mal, dass ich irgendwie so ein... Ne, mit Wolf habe ich ja auch aufgenommen, ne? Ja. Und mit Pit habe ich ja auch Screen gemacht, weil ich da halt mit dem M-Master hier zu zweit gemacht habe. Muss ich nochmal nachholen, Einzelplayer mäßig. Ja, jetzt zwei Beweise, dass ich kann. Ja, falls mal irgendjemand so kommt, ja, ich habe schon auf 9,9 geschafft und ich komme dann sag ja ich auch dreimal und dann irgendjemand sagt so nee, das glaube ich dir nicht. Warum sollte man wegen so einem Mist irgendwie lügen, ey? Jawohl, warum sollte man, weiß ich nicht, was hat man davon? Genauso als ich mal irgendwann jemand mal gesagt habe, hier ich habe den und den optionalen Boss von Kingdom Hearts mal erledigt, wurde mir auch unterstellt, so ja glaube ich hier nicht,
Ich so, ich habe Videobeweis. Ich habe ja ein Let's Play davon gemacht. Also ja, ich... nee, da hat er irgendwie gesagt, glaube ich nicht. Ich so, wie soll ich das beweisen? Ja, so, mach ein Video. Ja, habe ich. Hier auf meinem Kanal habe ich das aufgenommen. Also ja. Also als. Vor allem, weiß ich nicht. Man kann ja mit den Tickets, kann man ja, wenn man sich halbwegs gut anstellt, mit fast jedem Charakter eigentlich 9.9 erreichen. Obwohl, man muss ja eigentlich schon die Gegner schnell erledigen, um genug Punkte zu kriegen. Also nur, wenn man also 10-mal irgendwie einen Einkampf verreckt, dann kriegt man ja weniger Punkte am Ende. Also muss man doch schon so ein bisschen was können. Aber ich glaube, viele Leute da draußen sind sowieso 1000-mal besser als ich. Deswegen spiele ich auch nicht solche Sachen wie Fortnite oder irgendwie sowas. Weil ich genau weiß, ich bin schon allgemein kein guter Ego-Shooter oder Third-Person-Shooter oder allgemein Shooter. Und hey Luigi, was machst du denn da? Da muss ich nicht unbedingt ein Spiel spielen, irgendwie was darauf, wo das Ziel ist, irgendwie als einziger am Ende zu überleben und besser als jeder andere in diesem Match zu sein. Naja, klingt mir zu, für mich ein bisschen zu frustrierend. Alles klar, cool. Wir haben ein Ticket bekommen, wir haben nur einen Geist bekommen. Was war das denn jetzt? Gut. Ich möchte mal gucken, ob ich was kaufen kann. Ja, irgendwas Gutes. Omega Ridley, was? So 15.000. Klappmesser. Ich glaube, ich sollte mir echt so ein bisschen Geld aufbewahren hier für diese super mega starken Dinger. Ja, ich glaube, ich kaufe mir nur noch Geister und... aber wo Geister, lass mal hier gucken. Ich muss ja hier mal ein paar bessere bekommen. Helena, wer ist das? Sieht voll hübsch aus. Wir haben. Ja, ich habe immer noch Ike, gut. Gegner ist Abwehrschlag mit Startschaden. Boom. Boah. Boom. Ich kann es nicht abwarten, bis ich Ike im Abenteuermodus habe. Nein. Ja, natürlich will ich das noch mal versuchen. Mein ganzes Geld, weil es gibt irgendwie einen Meilenstein, wo man das 10-mal ohne zu failen irgendwie schaffen muss. Ja, ich glaube nicht, dass ich das irgendwann schaffen werde in nächster Zeit. So, jetzt läuft wieder irgendwie so ein Event hier, das irgendwie, ach ja, das muss ich auch irgendwie einsetzen, ne? Muss ich irgendwie 20 oder 10 von diesen Dingern hier einsetzen. Füllt alle leeren Plätze sofort auf. Ja, warum nicht? Ach, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Da sehe ich irgendwo, wen ich schon habe und wen nicht. Das wäre nämlich gut. Auch Gegner um zu gewinnen. Der Gegner setzt oft sein Schild ein. Klingt so nervig. Great Tiger, das ist Punch Out. Der Tanga hält. Ja, das in seine, der spricht ja Arabisch. Die sprechen ja alle in ihrer Hauptsprache. Und in seine Sätze klingen irgendwie so komisch. Der Tanga hin, irgendwie so hat. Sagt er. Und das klingt irgendwie wie so, der Tanga hält. Gott, ist überhaupt nicht nervig. Schon so ein Unterschied. Ne, kaum spiele ich Ike irgendwie, kein Problem. Ja, jedenfalls weniger Probleme. Aua. Ei.
Wasserflasche zu trinken, geil. Boom, sehr gut. So, ich mache da übrigens ja alles nur, um meine Geister und so aufzustocken. Man weiß ja nie. Es gibt noch so viele und muss ja irgendwie bekommen alle. Hallo. Gegen neue aus. Ah, okay. Schreibt 10 Kämpfe gegen Geister vom Rang Profi. Gibt es denn ja noch? Also, gewinnen den Geisterschutz 10-mal in Folge ohne Geisterschutz-Items einsetzen. Legende, Kampf-Items. Gott, setzt 10-mal Geistertafel-Items ein. Junior. Ja. Meinen Kampf schaffen wir noch. Junior, alles klar. Jetzt wisst ihr, wen ich nur hab, wen ich. Sturmwarnung. Eik ist resistent gegen den Sturm, der schafft das schon. Ja, diesmal geht's in die Richtung. Letzter nach rechts gegangen, weil sonst immer nach links geht. Ja, geht in beide Richtungen. Ja, er pustet ja auch noch, ne? Piss nicht. Okay, ich glaube, wenn ich 10-mal gegen die kämpfen würde, gegen so Junior, dann würde das schon machbar sein. Also jetzt. Komm noch rein. Mo. Ja, die sind alle weg. Nein. Milotic. Ja, komm, lass mal. Machen wir den nächsten Part mit hier ist das Event übrigens. Ja. Mal, was soll's. Ich bin im Internet nicht angemeldet, also. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Abenteuer. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Wäre richtig nett von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen.